Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Splatoon. Heute mit Update-Informationen zum Update von 9.3.2016. Ihr habt richtig gehört, es gibt neue Updates in Splatoon. Ich habe vor 1-2 Parts vielleicht mal gesagt, dass keine Updates mehr erscheinen, außer Stabilitätsupdates. Aber das hat sich geändert. Also, Content ist noch on. Das finde ich extrem geil. Und wir starten auch sofort, nachdem wir die Waffe ausgewählt haben. Heute mit der Airbrush MG. Ne, nicht Profi-Klexer, sondern Airbrush MG. Mit Spürbombe und Tinsuka. Mit dieser Waffe spiele ich sehr oft. Hab auch sehr viel eingefärbte Fläche. Und ist eine Boss-Waffe. Die kriegt man, glaube ich, im vorletzten Boss. Mit der Airbrush RG zusammen. Also, würde ich mal sagen, Feuerrate auf dem Maximum, Vollkraft, und Reichweite, Also, sehen wir mal, was wir damit reißen können. Und da sind wir auf Camp Schützenfisch, meiner Lieblingsmap. Das ist doch geil. Mal wieder ein schönes Match auf Camp Schützenfisch. Oh, da hat jemand Airbrush RG. Also, wie man sieht, geht die schon extrem ab, die Waffe. Zum ersten Update kommen wir auch gleich. Also, es sind zwei Updates, die insgesamt kommen. Erstmal zwei Updates, genau. Also, eins halt am Mittwoch, den 9. März. Und das zweite Update im April, da weiß ich jetzt nicht die genauen Daten und das war ziemlich böse. Wie ist der so schnell hierher gekommen? Alles klar, der hat auch schon zwei Treffer abgekriegt und stirbt einfach nicht. Beste. Wir fliegen so durch. Oh, ich sehe schon, ich habe ein perfektes Team. So, im ersten Update, das habe ich mir alles schön hier an der Seite aufgeschrieben. Muss erst mal gucken auf den Zettel. So, im ersten Update kommt Matchmaking. Alles klar. Ich denke, das braucht's auch ein bisschen. Aber ich glaube, den Snapper, den schieße ich erstmal ab. Scheiße. Wieso trefft er nur den Pfeiler, meine Fresse? Alles klar. Matchmaking, dann kommt, neue Splatfest-Elemente. Also so wie ich das verstanden habe, ich kann natürlich auch falsch sein, ich weiß es jetzt nicht, also so wie ich das verstanden habe, kann man sich während eines Splatfestes seine Waffe, also sein Waffenset selber zusammenstellen. Also kann man sich jetzt, so wie ich das verstanden habe, eine Airbrush RG holen, gell? Dann nimmt man sich Flexbomben und das Inferno halt. Und dann hat man halt ein eigenes Waffenset zusammengestellt. Finde ich eine eigentlich geile Sache. Willst du mich verarschen? Ja. Gut. Also ich finde das tatsächlich eine sehr geile Sache. Und damit es auch nicht zu OP ist, ist es halt während des Splatfestes. Und das ist halt eine extrem nice Sache. Also so wie ich das verstanden habe, kann natürlich anders sein. Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen mit meiner Spürbombe gekillt. Das mache ich jetzt mal. Hat die getroffen? Nein, hat sie nicht. Wie viel Tinte braucht denn so ein Dreck? Oh, fuck. Ja, als ob. Das war niemals 5 Hits. Na gut, aber da hat er die Mine dahin gelegt. Das war schon clever, ne? Heulboje. Rum im Schädel, wollte mich verarschen. Also, sehr nice Sache. Und alles klar. Dann kommt noch das Balancing. Mehr gibt's denn zum ersten Update erstmal nicht. Und schön, wie mein Team hier aufgeräumt hat. Finde ich sehr nice. 692 Punkte, auch sehr nice. Nicht? Normalerweise kriege ich da immer 1000 Punkte mindestens, aber das braucht man einfach nicht.
mehr zum Update jetzt gleich. Und jetzt auf Anchorbit Game HQ die neueste Map. Und ich glaube, einer meiner Freunde auf der FL ist mir nachgejoint, der Luke. Muss man nach ihm gucken, also ich glaube, dass er es ist. Apropos, hatte ich ja eh vorgehabt, irgendwie jetzt mal in naher Zukunft so ein kleines Projekt zu machen für Splatoon halt. So Privatkampf-Matches halt mit Freunden auf der FL oder Community-Mitgliedern. Hatte ich so im Kopf gehabt, aber ich habe mir da noch nichts Konkretes überlegt. Krieg ich den? Nein, den krieg ich nicht. Ich hab was vor. Scheiße, nicht ganz. Ich glaube, das ist im letzten Moment ausgewichen. Oh, fast hat mich der Sniper noch. Nein! Oh, und ich sag's auch noch gerade, gell. Ach, ich hab Luke erledigt. Ja, geil. Ich sag's auch noch gerade. Ich sag's gerade, der Sniper erwischt mich nicht. Zum Glück hat mich der Sniper nicht erwischt. Und in dem Moment killt er mich, verdammte Kacke. Alter, wie viel Drecksreichweite hat denn das Ding? Meine Fresse, oh, Alter. Was ist denn hier nur los? Da ich den hinten Linie habe. Alter, das waren zwei geile Trickshots. Oh, gleich der dritte hinterher. Ja, Leute, hier ist der Pro. Vielleicht mal ein bisschen cool schreien. Ich wollte gerade sagen, willst du es verarschen? Wenigstens habe ich noch mitgenommen. Was schreit jemand zu mir? Springen wir mal zu einem. Wow. Und das mal da. Sehr nice Sache. Oh. Als ob, das waren 5 Hits und der war nicht tot. Das finde ich nicht cool, aber außerdem war es in Japan, also laggt der eh die ganze Zeit rum. Ah, jetzt brechen sie gerade derbs durch. Scheiße. Hä? Von war als ob? Ist klar, oh fuck, wir verlieren gerade übelst heftig. Als ob. Kommst jetzt her. Der Eimer one-hittet nicht. Ich spiele den im Sniper sehr oft. Der one-hittet nicht. Der braucht 2 Treffer. Treffer. Noch ein bisschen nebenbei. Oh. Naja. Heftig, die. Oh, ich glaube, die haben auch trotzdem gewonnen. Ja. Knapp, ganz knappe Matches hier. Das ist unfassbar ist das. Toll werden die Sina. Toll, cool. Und jetzt geht die Fehlerei weiter, denn es ist, wer hätte das gedacht, Turmkommando dran. Letzte Zeit nichts mehr anderes dran, das ist unglaublich. Da sind wir im Rangkampf. Im Übrigen möchte ich nochmal anmerken, dass lange keine Videos gekommen sind, weil eine Internetleitung sehr geil ist, beziehungsweise die WLAN-Box, die wir benutzen. Ja, also das ist jetzt auf jeden Fall keine Produktplatzierung, auch absolut keine Empfehlung, denn das ist absolute, ach so, ja, ist ja kein Dings, oh fuck. Also wir haben so eine WLAN-Box von 1 und 1, die finde ich, die ist sehr nice, das ist schon die dritte oder so, weil jede Box kaputt gegangen ist. Eine ist am Hitzetod gestorben, eine hat dauernd, hier, wie heißt, Wackelkontakt gehabt. Und halt, also möglicher Shit. Das ist halt so das Ding. Wo ist der?
Als ob. So. Apropos möchte ich mich nochmal dafür bedanken, dass mein Vlog bei euch so, dass der so gut angekommen ist. Möchte ich mich nochmal dafür bedanken. Und wenn ich mehr Vlogs machen soll, mache ich das gerne für euch. Fuck, ey, wie konnte der denn so schnell zielen, ey? Das Ding braucht übelst lange zum Aufladen. So. Aber was ich vergessen habe, natürlich Updates. Muss ich erstmal gucken. So, das zweite Update, was irgendwann im April erscheint. Als ob der mich jetzt getötet hat. Verbesserungen im Rangkampf tatsächlich. Ja, was da konkret gemacht wird, weiß ich nicht. Aber naja, wir werden es, denke ich, gut erfahren. Ich habe 50 Mal gedrückt und er ist nicht weggegangen. So, dann kommt die Waffen. Es sind drei Waffen, die also das sind die erweiterte, das sind erweiterte Waffen zu vorhandene Waffen, also keine neue Kategorie oder so. Ich weiß, das war total dumm von mir und absolut noobig, aber ja. Jetzt springe ich aber mal auf den Turm. Ah, toll, ist immer schon Auto. So. Als erstes. Alles klar, schön, dass die Heulbrühe einfach wegen Lags dreht. Der Waschabiklexer. Ich weiß nicht, ob er das richtig ausspricht, aber der soll so ähnlich heißen, wenn er nicht so heißt. Der kommt mit Klecks. Schön, weil ich gerade auf meinen Zettel geklickt habe. Mit Klecksbomben und Tinferno, was an sich schon ganz geil klingt. So, dann kommt der Sepiator Gamma. Also es gab ja Sepiator Alpha, Beta und jetzt kommt der Gamma. Alter, was ist denn das für ein Sniper, Junge? Der kommt mit Haftbombe und Tintentitan. Und dann kommt noch der Bärenprofi-Kleckser mit Haftbombe und Bombenhagel. Fuck, ich will nicht wieder sterben. Alles ganz nice, aber ihr dürft euch die nicht so vorstellen wie. Alter, was ist denn das für ein Aimer? Vor allem, warum steht er da oben? Warum macht den keiner weg? Ihr dürft euch nicht die so vorstellen wie die anderen Waffen auch. Die sind alle bunt, sagen wir es mal so. Mehr gibt es zum Update auch nicht mehr zu sagen. Dann kommen wir jetzt mal zum Match. Das Match läuft absolut grauenvoll. Es ist unfassbar. Ich bin A- momentan. Ich war zweimal fast normal A-Rang. Geil gemacht. Jo. Aber dann wegen irgendwelchen User-Teams, wo kommen denn die alle her? Bin ich ja doch nicht A geworden und konnte mich in A-Mitte einordnen. Ja, komm, wir schaffen das. Ja, oh, wie nice ist das denn? Nice Job. Nice Job. Los, Ende ist doch endlich. Alter, shit. Ich hab gedacht, der Tintentitan kriegt mich noch, aber fuck. Jeder Teammate hat's umgebracht, außer ich, weil ich gerade gespawnt bin. Shit. Geil. Also hat mein Team im Endeffekt doch noch was gerissen. Und ja. Ich habe nur 2 Kills gemacht. Grauenvolle KD. Das ist ja unglaublich. Mal sehen, ob's nochmal besser läuft. So, und da haben wir alle Maps gesehen, die momentan zur Verfügung sind. Nochmal Blauflossen-Depot. Ah, der Sniper-Aimer ist diesmal bei uns. Ich ganz nice.
Aber mit der Waffe hier bin ich nicht unbedingt immer im Rangkampf unterwegs. Bei Operation Goldfisch vielleicht mal wegen den Spürbomben, die sind ganz nützlich. Ich habe gedacht, wir haben Operation Goldfisch, also bin ich so schräg gesprungen. Ah, da konnte ich nicht tun, da waren drei auf mich drauf gefeuert. Ich konnte aber auch nicht tun, weil ich mitten drin war und wenn ich jemanden abgeschossen hätte, wäre ich auch mit gestorben, weil ich eh runtergefallen wäre. Doof ist denn der ist da nicht hochgekommen. Ey, als ob! Ey, Alter, mich regt das so auf, wenn diese komischen Lags da sind. Ja, der Sniper-Aimer, der war von übelst gut, ne? Und jetzt verkackt er von das übelst derbst und trifft ihn nicht. Wenigstens. Ja, meine Fresse. Zeit auf dem Turm stehen bringt eh nichts, deshalb geh ich mal raus. Alter, willst du mich rollen? Diese Waffe ist übelst OP. Das kann ich euch nur sagen, die ist übelst OP. Sniper zielt. Und gleich wieder zurück. Sag ich doch. Boah, obwohl es knapp war. Meine Fresse, ey, komm. Ich sehe auch gerade auf der Karte, dass sie da drei Spots überall stehen haben. Ah, oh, fuck, wir müssen es mal. Wie ist da oben im Schädel? Wie ist denn der da hochgekommen? Ja, perfekt. Nice Team. Da ist noch einer. Du stirbst jetzt erstmal. Ja, der wollte mich übrigens austricksen, aber ich kenne die Tricks mittlerweile. Oh, wenn ich. Oh, meine Fresse, ey. Du Alplatscher. Ist auch so eine Kackwaffe. Ey, als ob! Meine Fresse! Fickt euch doch mit euren dummen Legs, das regt so auf. Diesmal laufe ich, weil ich glaube, die sehen jetzt alle auf der Dingsseite, ja, und der hat schon gecheckt. Okay, war auch eine nice Aktion. Komm, spawn. Oh, meine Fresse, warum ist denn der nicht auf dem Boden drauf? Warum kann man nicht schwimmen, ey? Das ist so derbst und lächerlich. Zumal, weil sie ja Tintenfische sind. Fick dich, so down. Vertraue jetzt drauf, dass mein Team regelt, aber das tut's nicht. Das sieht man gerade, weil alle tot sind. Scheiße, komm ich nicht mehr hin. Wie die Führung, what the hell? Ey, Team, könnt ihr irgendwas? Ich könnte jetzt runtergefallen da. Gut. Boah, dass ich gleich wieder tot bin, ey, das regt mich so auf wieder. Jetzt müssen wir regeln, aber richtig hart. Ich sage, wie du nicht tot ist. Komm, geh drauf, meine Fresse, auf den Scheiß drauf. Geh doch drauf.
Oh, ihr könnt nichts. Alle waren in Nähe von der Tor... Von... Mein Deutsch, gell. Alle waren in der Nähe von dem Scheißturm, aber keiner ist drauf. Alter, ihr seid so doof, Junge. Strohdoof. Das ist gerade der Beste, Junge. Naja, abschließend möchte ich noch sagen, wenn ihr auch bei diesem Privatkampf teilnehmen wollt, dann schreibt mir einfach unter den Kommentar eure ID und dann adde ich euch einfach. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Abo und Like wäre ganz nett. Und wir sehen uns dann im nächsten Mal.